Eine kleine Anekdote über ESD-Schutzerdung von menschlichen Personen. Grounding. Die 5 Sicherheitsregeln. Nummer 4. Erden und kurz schließen. Am besten immer erden. Zum Beispiel durch leitfähigen Handgelenkeanschluss. Und dazu habe ich eine passende Anekdote von einem meiner alten Kollegen. So, hier sind wir wieder in meiner Abstellkammer. Alles nur für die Anekdote, weil Anekdoten sind wichtig. Das hier ist ein Personenerdungssystem. Das Teil steckst du in die Steckdose, ist hier am Schutzleiter. Über die Schutzkontakte an der Schokosteckdose geerdet. Und auf der anderen Seite hier, das machst du dann um dein Handgelenk zum Beispiel. Ne? Das kommt dann auf deine Haut und dann bist du geerdet quasi. Und ich hatte mal einen sehr schlauen berlinerischen Kollegen. Also der hat wirklich immer nur von Icke geredet, wenn er von sich geredet hat. Der kam ganz entsetzt zu mir an und hat gemeint, hier mit Multimeter hätte er ja 1 Megaohm Widerstand gemessen zwischen diesen beiden Enden des Kabels. So, wenn du hier misst mit dem Multimeter, hier am Stecker und an der anderen Seite, messen wir einen Widerstand von etwa 1,979 Megaohm. Nur hier kunstvoll mit einer Hand am Kabel gemessen, hat er immer noch einen Widerstand von 1 Megaohm. Und war der Meinung, damit kann man ja gar nicht erden, ist viel zu groß. Und ich nur so, Junge, du willst damit ja nur auf einem definierten Potenzial sein, aber du willst auf keinen Fall niederohmig damit geerdet sein. Weil je niederohmiger, desto mehr Fehlerströme könnten potenziell über dich fließen. Deswegen ist das mit dem 1 Megaohm schon sicherer. Das reicht als ESD-Schutz schon aus. Solltest du aus Versehen irgendein hohes Potenzial anpacken und bist dann niederohmig geerdet, dann fließt aber gewaltig Strom über dich. Gewaltiger, als wenn da jetzt 1 Megaohm wäre. Ist doch logisch, oder? Jetzt suche ich mir nochmal eine Steckdose, um zu erklären, wo der Schutzleiter ist. Ja, zum Beispiel hier. Kann man ruhig anfassen, deswegen ist das ja auch so frei verfügbar hier für die Hände. Ich fasse trotzdem nicht an, weil ich immer so vorsichtig bin. Und das ist dann quasi deine sichere Erde. Du könntest auch eine Heizung nehmen oder so irgendeine Rohrleitung, aber das ist schon besser so. Besonders wenn du an Geräten arbeitest, die auch in demselben Netz mit irgendwo verbunden sind. Elektrostatische Probleme entstehen meistens dann, wenn das Material entweder aus einem elektrischen Isolierstoff besteht oder sich in einer nicht hinreichend elektrischen Verbindung mit Erde befindet. Quasi floatend. Und jetzt eine leicht philosophisch angehauchte Preisfrage. Gibt es wirklich, wirklich, wirklich floatende Potenziale? Meiner Ansicht nach gewinnt immer das Potenzial, zu dem das floatende Potenzial den geringsten Widerstand hat. Es kann ein fast unendlicher Widerstand sein, aber irgendein Leckstrom fließt doch immer. Und wenn du ein Potenzial hast, das irgendwie so im 50-Hertz-Modus vor sich hin dümpelt, dann liegt das garantiert daran, dass irgendwo in der Nähe ebenfalls eine 50-Hertz-Quelle ist, die das ganze floatende Potenzial inspiriert, ebenfalls in so einen 50-Hertz-Modus zu dümpeln. Das Potenzial mit dem geringsten Widerstand gewinnt. Auch unsere Atemluft hat einen gewissen Widerstand. Unsere Luft besteht hauptsächlich aus Gasen, habe ich gehört, oder? Warte mal, vielleicht kann ich ja hier mal was vom komisch alles chemisch Buch zitieren. Die Luft um uns herum besteht zu 78% aus Stickstoffgas, zu 21% aus Sauerstoffgas. Das restliche 1% sind Edelgase und Kohlenstoffdioxid. Diese Gasmoleküle machen zusammen aber weniger als 0,1% des Volumens, also des Raumes aus. Der Rest ist nichts. Bei Raumtemperatur sausen uns Gasmoleküle mit einer Geschwindigkeit von über 1000 km/h um die Ohren. Ganz schön stürmisch, diese kleinen Moleküle. Druck ist Kraft pro Fläche und durch ständiges Stoßen der Moleküle auf uns und jede andere Fläche üben sie einen Druck aus, den Luftdruck. Er beträgt etwa 1 bar. Das entspricht einem Gewicht von guten 10.000 Kilogramm pro Quadratmeter. Nehmen wir an, die Fläche über meinem Kopf beträgt 0,1 Quadratmeter, dann lastet ein Luftdruck von etwa 1000 Kilogramm, also 1 Tonne auf mir. Fast so viel wie ein VW Polo. Wir alle werden pausenlos von Luftmolekülen bombardiert. Wie halten wir das bloß aus? Tja, auch wir bestehen ja aus Molekülen. Und die üben ihrerseits einen Druck nach außen aus, der genauso groß ist wie der Atmosphärendruck. Stichwort Corona-Entladung. Ionisation mittels Hochspannung. Hochspannung, hohes Potenzial, floatend oder nicht. Wegen des großen Dipolmomentes wird zuerst Luft-Sauerstoff ionisiert. Leitfähige Luft. Die elektrische Leitfähigkeit der Luft wird hergestellt und konstant gehalten. Oh je, hochfrequente elektrische Felder. Die Lebensdauer der Ladungsträger beträgt mehrere Minuten, wenn sie keine Reaktionspartner im Raum finden. Reaktionspartner finden, das ist ja so eine Sache mit Reaktionspartnern. Elektrisch leitfähige Luft.
Ich meine, das sieht man doch meistens auch an den Staubkörnern. Jedes Labor hat ganz viel Staub in der Luft und darüber wandern Ladungen von elektrischen Feldern geleitet. An die ungünstigsten Orte. Apropos elektrische Gasionisationsleiter, da hatten wir doch neulich schon mal so eine Expertensendung. Hier fließen 100 Giga-Elektronenvolt durch die Relais im Maschinenraum. Und wenn wir die Energie ableiten, wie bei einem Blitzableiter? Wir könnten die Tür als Erdung benutzen. Dann zerstreut sich die Spannung vielleicht über den Schiffsrumpf. Die Frage ist nur, wie leiten wir die Spannung von hier nach dort? Das wäre über ein Gas möglich, wenn es ionisiert. Ich verlangsame mit einer Argon-Xenon-Mischung die Zersetzung der Sporen. Wir könnten die Kanister miteinander verbinden. Dann hätten wir einen Blitzableiter. Gas frei! Gastransferrate bei 100%. Sie wollen das manuell machen? Na, Sie ja wohl offensichtlich nicht. Okay, ich bin soweit. Ich fühle mich, als wäre ich zum zweiten Mal diese Woche vom Blitz getroffen worden. Den Namen, den Sie hier im Film sehen, ja, ist von der Überwachungskamera gefilmt worden. Ja, den trifft nämlich jetzt gerade der Blitz. Ist da umgefallen. Er bewegt sich noch hier unten. Ne? Die Beine zucken noch so ein bisschen. Er steht auch gleich wieder auf, kann ich Ihnen verraten. Das ist nicht so schlimm, was da passiert ist. Wie ich das daran, dass der Blitz immer die höchsten Stellen einsteigt, weil er auf der Straße sich bewegt? Vermutlich. So, jetzt steht er auf und geht nach Hause und... Ui! Die Wolke war dann doch noch nicht weitergezogen, ne? Der arme Kerl, den hat es uns hier nochmal erwischt. Aber ich verrate ihn, er steht gleich wieder auf. Nothing's really as it seems. In the case of science, I think that one of the things that make it very difficult is it takes a lot of imagination. It's very hard to imagine all the crazy things that things really are like.